Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3. Ja, eigentlich war es gedacht, dass ich jetzt noch ein paar Pfeile abschieße und gegen den Drachen kämpfe, aber wie ihr seht, kein Drache mehr da. Tja, der Grund ist, wenn man ihn auf so ungefähr 80%, wenn ich das jetzt richtig mitgezählt habe, seiner Lebensleiste runtergehauen hat, dann haut er einfach ab. Und lässt uns hier liegen, links liegen. Frech. Naja. Und meine Seelen hatte ich leider am Ende doch nicht zurückbekommen. Da war ich dann leider früher gestorben. Aber ich hatte dann trotzdem noch einiges farmen können. Und ja, so hatte ich dann die 100 Pfeile zusammen. Und wie man sieht, 24 sind nur noch übrig. Also es kostet schon eine ganz schöne Menge, um den weit runterzuhauen. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, was er uns so hinterlassen hat. Die Sachen, die wir nicht dran kamen. Ach, wir hatten noch eine große Titanitscherbe bekommen. Hoppla. Moment. Ja, da sind wir wieder. Mein Bügel für die Garderobe war leider runtergefallen. Naja, was soll's. Gut, was haben wir hier? Ein Claymore. Nice. Ein gehöriges Schwert. Für unseren Krieger genau das Richtige. Und hier ein eisenrundes Schild und ein stählerner Soldatenhelm. Hey, hat sich ja richtig gelohnt. Hurra! Dafür ein paar Rolling, Rolling, Rolling. Rolling, Rolling, Rolling. Ein paar Rollen. Gut, was haben wir denn da? Für ein schönes Schild, ein Eisenrundschild. Das wir schon mal aufgelesen haben. Okay, dann nicht. Und das Claymore, wie gut ist das? Claymore macht 50 physischen Schaden und können wir sogar tragen. Schön. Kostet. Hat ein Gewicht von 9. Ach nee, macht 50 Abwehrschaden. Super, falsch gesehen. Aber ist scheinbar schon ganz ordentlich. Weil unsere Axt ist ja auf plus 2 aufgewertet und das Claymore nicht. Und 138, das ist schon wirklich nicht schlecht. Ein ungewöhnlich großes und schweres Großschwert, das zumeist beidhändig geführt wird. Mit dieser vielseitigen Waffe können breit angelegte Schwung- und Stoßangriffe ausgeführt werden. Während Haltung angenommen wird, führe einen normalen Angriff durch, um die Abwehr des Gegners von unten zu durchbrechen. Und dann einen schweren, um mit einem Ausfallschritt nach vorne einen Hieb nach oben auszuführen. Okay. Mal gucken, wie das aussieht. Es wird zwar beidhändig getragen, ich weiß, aber mal gucken. Ja. Nicht gerade das Schnellste, aber können wir ja mal eine Weile probieren. Was soll's? Und wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen, wissen wir ja mittlerweile auch. So, brauchen wir nur noch einen Gegner, um mal zu schauen. Am besten die Ritter. So, hier hatte ich schon alles niedergeschnitzelt, wie man sieht. Aber hier oben haben wir ja noch Gegner. Wenn ich das mit Schild trage, geht's schneller. So, machen wir mal. Ach, das ist die Haltung. Ui. Zack, und das ist der schwere Angriff. Zack! Wo bist du? Oh, macht schon ordentlich Schaden. Und zack. Und zack! Oh. Man kann sogar abwehren. Aber nicht viel. Wie man ja vorhin gesehen hat. Ja, und den Typi, der nervt immer wieder mit den Feuerbomben, Brandbomben. Da habt ihr's. Ich gehabt. Gefällt mir schon ganz gut, aber irgendwie gefällt mir die Variante Schild und Schwert oder Schild und Axt für den Krieger besser. Auch wenn das eigentlich zweihändig getragen wird.
Wollen wir mal gucken. So. Nächstes gehen wir erstmal zu dem Feuerbannschrein. Denn mir ist dabei was aufgefallen, als ich mal wieder dort war und die Pfeile gekauft habe. Wir haben hier oben. Oder. Nein, nicht hier oben. Sondern da drüben. Nämlich jemanden stehen. Ein NPC, den du nicht angesprochen habe. Mal sehen, wer das ist. Ein NPC mit Maske. Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded. Then these red eyes are for you. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Hey. Gemein. Pillage embers for briefly heightened strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Ja. Ist ja nicht. Die Wächter des Abgrunds. Wir haben ja noch keinen Fürsten besiegt. Hey, angreif dich jetzt eigentlich nicht. Jorm, der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Ach, den hatten wir ja doch schon. Oder nicht, oder doch, oder nicht? Doch, hat. Aber sitzen tut er da jetzt trotzdem keiner. Drauf können wir uns auch nicht hinsetzen. Na gut. Und sonst ist hier. Ich dachte, da passiert was, wenn wir den besiegt haben. Nö. Sonst ist hier auch niemand. Gut, dann gehen wir zurück in die Stadt. In die Untotensiedlung. Schauen mal. Wobei ich sagen muss, das Schwert fällt mir zwar, aber. Irgendwie bin ich mehr für die Einhandschwerter, nicht so für die Zweihanddinger. Aber ich werde es eine Weile verwenden. Und dann irgendwann auf die Axt zurücksteigen oder ein anderes. So, da wären wir. Und da stehen die Hunde vor dem Tor. Ah ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, seht mal hier. Der blaue Pfad. Ja, den Gegenstand, den wir von der alten Frau bekommen haben, mit dem wir ein Eid schwören können. Dark Souls 2 war es eigentlich so, dass wir immer zu einer Person gehen mussten und mit der reden sollten und dann den Eid schwören, wenn wir das möchten. Und hier kann man das einfach so einsetzen. Und zack, und zack. Also ein Vorteil hat das Ding, das hat eine enorme Reichweite im Gegensatz zur Axt. Ja, dann frisch ans Werk, aber ohne Axt. Frisch ans Werk mit Schwert. So, du sitzt nur rum. Da ist ein Kollege. Noch nicht. Yes, und zack. Hey, Backstab. Hat mal funktioniert. Und was ich eigentlich geplant hatte. Ja, ihr kriegt mich ja doch nicht. Au, oder doch? Oh. Nicht gedacht. Und. Zack. Oh. Hat's überlebt. Und der lebt auch noch. Doch, komm mal. Es muss ja nicht sein. Gut, dann. Oh, den Spaß gönne ich mir jetzt mal nicht. Ich habe ja schon ein paar Mal die mit explodieren lassen. Das war ganz lustig, aber man muss es ja nicht immer und immer wieder und immer wieder tun. Gut, das ist ein Gegner. Hier. Auch ein Gegner. Das kann ich auch. So. Aua. Zack und zack. Das war wohl nichts.
Eine Brandbombe, way! Mann, wo kommt die denn heute alle her? Hey! Ich war noch nicht so weit! Eins und zwei, so geht das! Oh Mann, muss echt aufpassen, nicht immer so leichtsinnig, nicht so leichtsinnig, Stanford! Du musst überleben! Ja, ja. Gut, gibt's hier noch was? Nein, auch gut. Uff! Ach je, ich bin nicht schwerfällig. Nein, ich glaube, ich wechsle noch lieber zur Axt. Sorry, aber das ist mir ein bisschen... So, jetzt können wir uns schneller rollen. Das ist mir lieber. Beweglichkeit ist wichtig in Dark Souls. Sehr wichtig. So, ist hier irgendwas? Nein. Na? Was wollt ihr? Ey, auch nicht wieder die Nummer. Mit den Wurfmessern hier. Boah, na, na, na. Geht's aber los hier. Guck mal, was ihr gemacht habt. Alles schmutzig. Und ich muss alles aufwischen, oder was? Na, na, na. Nicht sehr nett. Das sind die Typen, die uns vorhin von oben angegriffen haben. Aber... ja, da pfeift einer. Aber leider... leider, leider, leider haben sie nichts Wertvolles hier oben gelassen. Schade. Weil ich will jetzt einfach mal. Ich will irgendwann mal eine Wand entdecken hier. Muss doch möglich sein. Versteckte Tür oder sowas. Wenn ich so viele Brandbomben habe, kann ich die auch auf die Weise verwenden. Irgendwie habe ich kein Glück. Gut, bevor ich den alten Weg gehe, ich guck mal, was da drüben ist, wenn wir schon einmal hier sind. Da auch wieder viele Leichen, die rumhängen. Scheinen sie heute alle abzuhängen, ja. Zack, und... ach, nö. Jetzt kommt's auch noch mit Brandbomben hier. Das haben andere auch schon versucht. Zack, und... genützt hat's ihnen auch nichts. Steht hier? Vorsicht vor allem. Das heißt hier Vorsicht! Da freut man sich doch, Abkürzung. Es sei denn, es geht nach unten. Aha. Unten lang, oben lang. Ach, deshalb Vorsicht! Das ist ja wieder mal so eine Sache hier. Wisst ihr was? Den Trick kann ich auch. Zack! Und... acht Blasrohre sind das. Ich dachte immer... und... zack. So, da hast du. Oh, mein Istus geht immer mehr zur Neige. Ich muss echt mal aufpassen hier. Na, und du? Na komm. Das war aber nix. So geht das. Wisst ihr? Musst du üben. Noch mehr Leute. Noch ein Blasrohrtyp. Hier ist nichts. Ein großes Nichts. Schade. Wer... ach, da oben. So. Versuch's doch. Ich kann mich auch bewegen, während ich schieße. Und zack. Gespickt mit Pfeilen. Die neue Mode. In der Untotenstadt. Na, fast wär's hier geglückt. Au! Au! Solche Schweinereien hier. Kann ich überhaupt nicht leiden. Mann, Nomede, jetzt habe ich schon den letzten Istus verbraucht. Nur wegen dieser frechen Typis hier. Ey, 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 das fängt ja mal wieder gut an. Und das alles für eine schwindende Seele. Meine Seele schwindet auch langsam dahin, wenn das so weitergeht. Gut, hier geht's weiter. Hier kann man auch aufs Weg klettern. Und sich die Aussicht anschauen. Und da wieder mal einen Typen treffen, der nicht freundlich ist. Der nämlich auch von hier aus angreift. Huch. Sowas. Was hat denn da geschossen? Wenn du schießt, mein Freund, dann schieße ich zurück. So einfach ist das. Zack.
Und zack. Schöner Pfeil im Kopf. Schlaf gut. Und ich werde mir jetzt endlich das Item da schnappen. Ein Blanke-Schild. Okay, schauen wir uns gleich mal an. Und dachte ich mir doch. Hä? Bis zum. Hä? Ach so, mit dem kann man. Oh, disappeared. The grunt and carries a cage. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Bitte was? Ich werde nicht Omis Schatten. Ich bin mein Schatten. Geh doch zur Omi. Tom. Another Nana disappeared. So grunt and carries a cage. He ever has his cage. And Nana's never. So come into. Was ist denn das für ein komischer Typ, ey? Also entweder brauchen wir etwas, um damit er mit uns ordentlich spricht, oder der Typ ist einfach nur blim blim. Naja. Ist jetzt. Schauen wir mal weiter hier aufs Dach. Ach. Da ist was am Dach. Und da ist einer, der einen Käfig trägt. Geheimnis war sozusagen versucht dahinter. Aha. Was hast du für uns? Ein Heimatknochen. Okay, und da ist ein toller Ausblick wieder mal auf die Siedlung. Nice. Gut, hier drüben waren wir doch schon mal. Zwei Wege, die irgendwo hinführen. Ich könnte jetzt hier hinunter. Aber dann weiß ich nicht, ob ich wieder zurück kann. Ich schaue mir erstmal diesen Schild an. Blanke-Schild und ist extrem schwach. Ein Provisorschild aus Holz, er bietet minimalen Schutz zum Preis moderater Demütigung. Hm, schön. Schön für denjenigen, der sich selbst demütigen will. Das hier scheint so eine Art Zwischenboss zu sein. Sagen wir so. Na gut. Ich werde jetzt einen Sturm, einen hoffentlichen Angriff auf ihn ausführen können und dann wollen wir doch mal sehen, was da hinten denn nun lauert. Wenn er denn wiederkommt. Sonst ist hier unten Köter, Köter. Undies. Und irgendein anderer Typi mit Käfig. Offensichtlich. Schornstein können wir nicht klettern. Schnee ist eh nicht da, also Weihnachten wird jetzt nicht gespielt. Und da kommt unser Freund. Naja, Freund. Unser Herr Sägemann. Ach du Hilfe. Na, aber das bin ich mal gespannt. Kommt da hin. Yeah! Und zack und zack und zack! Tja. Du hast eine Säge geschwungen. Schön. Aber weiter wird es wohl nicht gehen. Tut mir leid. Freund voraus. Was? War der vielleicht freundlich? Habe ich den jetzt getötet, obwohl er freundlich war? Toll. Das soll jetzt ein Hirte sein. Ich hoffe nicht, dass der Freund war. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Wie kriege ich das Ding? Ah! Flammenstein-Plattenring. Noch ein Ring. Oder der erste Ring? Freund voraus. Ja. Freund voraus. Ach, da unten! Da unten ist ein Freund. Ja, da bin ich ja. Da bin ich ja echt froh.
dass es nicht der andere war. Hier ist... ist... nichts, oder? Ja, ja, da ist keine Flasche mehr. Du musst doch mal wieder mit der Bombe. Die nichts bewirkt. Okay. Ich glaube, hier runterspringen wäre eine dumme Idee. Ja, ist es. Deswegen auch der Blutfleck. Das ist hier einen anderen Weg, außer den. Ja, da unten lang. Gut, dann auf zurück. Leider weiß ich jetzt gar nicht, wie lange ich eigentlich zurück. Wie könnte ich mir zurück? Ach doch! Da gab's doch noch ein Stück. Da auf diesem kamen wir zurück. Gut, dann ab zurück zum Leuchtfeuer. Hier haben wir ja alles. Habe ich alles? Ja, hier geht's nicht weiter. Hier haben wir ja alles geholt. Und drin ist vielleicht noch etwas, ohne dass wir gleich sterben. Etwas Gutes? Ein Blutfleck. Was sagt er uns? Hier sind Feinde. Aber nicht mal gerade nette. Ja, ich hab's geahnt. Es war ein Versuch wert. Und wir sind doch gestorben. Schade. Gut, dann gucken wir uns erstmal den Ring an, bevor wir uns das Zeug zurückholen. Und nachdem ich mein Zeug zurückgeholt habe, hatten, ja, das hatte ich auch noch gefunden, den Krieger des Sonnenlichts. Schwört den Eid der Krieger des Sonnenlichts die Treue. Hatte ich vor dem Drachen auch noch gefunden. Und ist an sich an nichts weiter als ähnlich das, was mit dem blauen Pfad ist, nur dass nicht uns jemand zu Hilfe kommt, sondern dass wir anderen zu Hilfe bekommen können und dafür dann Sonnenmedaillen bekommen, wenn das noch so ist wie im Dark Souls 2. Weiß ich nicht, aber wir brauchen es nicht. Gut, und damit schauen wir uns doch mal die Ringe an, die wir bisher bekommen haben. Erhöht die Feuerschadensminderung. Oh ja, das können wir gut gebrauchen. Steinplatten sind das Symbol wahre Ritter. Rote Steinplatten wurden jenen verliehen, die sich dem Chaos Wacker entgegenstellten. So ist es. Und deshalb legen wir ihn auch an. Und haben dadurch ein bisschen mehr Gewicht. Naja, gut. Erhöht Schadensminderung bei geringem TB. Könnte uns auch nützlich sein, da wir oft irgendwie auf das Pech stoßen, mal wenig Lebenspunkte zu haben. Dieser Ring ist mit einem Tränenstein besetzt, erhöht bei geringer TP vorübergehend die Schadensminderung. Das heißt, der Stein seine Träne der Trauer der Göttin Kai Kifa. Natürlich wirken Tränen im Angesicht des Todes am schönsten. Gut. Ach so. Ja, Moment. Da der andere Ring. So, können wir noch rollen? Rollen! Oh, wir können nur sehr schwer rollen. Gut, dann nehme ich mal den Tränensteinring weg. Können wir dann noch rollen? Ach nö. Wir können nicht mehr rollen. Dann machen wir es anders. Wir nehmen den Bogen weg. So, jetzt können wir auch wieder rollen. Komm. Ja bitte, geht doch. So. Versuch's nochmal und... schwerer Schlag und du bist platt. Ich sollte lieber die Kombination auf schweren Schlag legen. Dann werde ich vielleicht mehr davon haben. Zumindest wenn ich den Gegner mit einem Schlag töte. Oh, da ist der Freund. Hä? Was war denn das? Ein Sprung ins Gebälk und dann lag er auf dem Boden. Aber wenn es ihm gefällt. Ei, nee, was da die Gegner alles für komische Sachen machen. Aha! Okay, der lag auch auf dem Boden. Was wird denn das? Affentanz?
Ach egal, wenn du nichts machst, dann mache ich eben was. So. Zurück zu unseren Seelen, die wir wieder zurückhaben wollen. Und wie wir die zurückhaben wollen. Jetzt machen wir euch schnell zur Schnicke! Wow! Hast du dir gedacht, mein Junge? Hast du dir gedacht? Arbeitergewänder. Aha. Und Seelen zurück. Und hier rechts lauern die Feinde. Mit ihren Mistgabeln. Mist aber auch. Ach so. Wachen erst auf. Gut. Na dann. Komm, greif an. Und zack. Zersäbelt. Nee. Zwei Teile geschnitten. Wenn das wäre. So, zwei Gegner erledigt. Ja gut. Große Seele eines verlorenen Leichnams. Hm. Und... Oh! Da versucht es einer mal mit einem Zweihänder, obwohl er eigentlich die Statur gar nicht dafür hat. Rumpf. War wohl zu viel! Gewicht. Und hier ist eine Möglichkeit, die Tür aufzumachen. Freiheit! Whee. Gut, toll. Wo sind wir? Ah, wir sind hier unten. Chaos-Rundschild. Und wieder einer, der mich angreift. Ach ja, hier mit eurem Blasrohrfeilen. Kann sich nicht mal in Ruhe die Sachen anschauen, die man hier aufliest. Gut, was hat das zu bieten? Adeus. Chaos Rundschild. Ein hölzerner Standardrundschild, die Zwillingsschlangen. Darauf sind das uralte Symbol für den großen Sumpf. Hölzerne Schilde sind leicht handlich und bieten relativ hohen Schutz gegen Magieschaden. Nicht schlecht, falls wir das mal brauchen. Ist es besser? Als... Nein. Nein, der Ost-West-Schild ist besser als der KT-Rundschild. Und wovon, wo aus schießt hier einer? Von hier oben, glaube ich, oder? Nö. Na gut. Vorsicht vor Feuer. Ah ja. Ich glaube, auf dem anderen Weg wären wir auch dort. Ja, das ist der andere Weg, Zugang, von dem wir aus hinkommen. Gut. Und da ist ein Brandbombentyp. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und dann geht's hier an der Brücke weiter. Ciao!